Okay, dann gehe ich jetzt nochmal zum Tod. Irgendwie müssen wir den Zylinder bekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Der sitzt hier und macht seine Tests wahrscheinlich. Hi. Hallo, Partner. Ich denke gerade über Särge mit unserem Logo nach. Was gibt es zu bereden? Wie sieht es mit Ihrer Geschäftsidee aus? Wegen Ihrer Idee mit den Lebendbestattungen. Nicht so bescheiden. Es ist unsere Idee. Wolltest du nicht Startkapital für uns auftreiben? Na ja. Beeil dich, ich will mit den Tests loslegen. Würden Sie mir den Zylinder vielleicht... Du willst ihn Ah, nicht. nee. Auf gar keinen... Ich gehe dann mal. Ja. Also müssen wir jetzt echt Startkapital auftreiben? Dann gehe ich mal zum Wuppermann, oder? Ich wüsste nicht, wohin sonst. Aber der gibt uns doch nicht einfach so Geld. Bitte nicht nochmal das Glücksrad machen. Da habe ich keine Lust drauf. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich würde gerne. Nein, hier habe ich ein Kaninchen. Schauen Sie, hier ist das Kaninchen für den Zauber. Und auch noch ein weißes. Das ist perfekt. Jetzt fehlt nur noch der Ja, Zylinder. leider. Bin schon unterwegs. Okay, ich hätte einen geschäftlichen Vorschlag zu machen. Ich soll Sie fragen, ob Sie sich vielleicht an einem Geschäft beteiligen wollen. Dafür habe ich immer ein offenes Ohr. Worum geht's? Der Tod will Lebendbestattungen anbieten. Was sind Lebendbestattungen? Man begräbt Leute, die noch nicht tot sind. Das ist völliger Blödsinn. Ich weiß. Wie viel Kapital braucht er? Aber ich dachte, Sie halten die Geschäftsidee für Blödsinn. Das heißt ja nicht, dass da kein Geld drinsteckt. Überleg mal, der Tod wirft sein bisheriges Geschäftsmodell über Bord und greift aggressiv nach neuen Märkten. Und ich als allgemein anerkannter Experte für die Zukunft sehe da hervorragende Oh Erfolgsaussichten. Mann. Aber wer sollte sich denn lebendig begraben lassen wollen? Niemand, das interessiert aber auch nicht. Wir holen uns das Geld von den Kapitalmärkten. Die Anleger werden dastehen. Okay, also kann ich dem Tod sagen, dass Sie ihm Gold geben? Aber sicher, ich komme heute Nachmittag rüber und bespreche alles mit ihm. Bis dahin werde ich schon mal die Gerüchteküche anfüttern. Na gut. Okay. Warum investieren Sie in diese alberne Idee? Ich verstehe das nicht. Warum geben Sie dem Tod Geld, obwohl er nicht ein Goldstück mit den Lebendbestattungen verdienen wird? Darum geht es nicht. Wir verkaufen die Story, die Vision. Aber irgendwann merken die Leute doch, was das für eine blödsinnige Idee ist. Sicher, aber das dauert. Erstmal gibt es Hochglanzprospekte mit hübschen Särgen. Und wir schließen medienwirksame Kooperationen, heuern Celebrities und Testimonials an. Dann stört auch der operative Verlust nicht so. Wir geben massig Gold aus. Und immer mehr Wahrsager werden unsere Firma eine gute Zukunft bescheinigen. Warum sollten Sie? Weil dann Ihre Aktien steigen werden, die Sie an unserem Unternehmen halten. Und dann haben Sie nicht nur Gewinne gemacht, sondern auch noch bewiesen, dass Sie recht hatten. Ich kapiere das alles nicht. Zum Glück, wenn das alle kapieren würden, wem sollte ich dann meine Prophezeiungen verkaufen? Ich finde den super, den Wuppermann. Ich gehe dann mal. Okay. Nee, der ist echt. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen Ja. wirst. Bis Bis dann. dann. Der ist echt toll, der Wuppermann. So, dann zurück zum Schiff. Moment. Der stand doch gerade hier, oder? Der Tod? Macht er schon seine. Oho, er hat den Zylinder auf. Er macht schon seine Tests, oder? Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich habe ein Grab geschaufelt. Mit Opas alter Schaufel in der Hand und Papas Zylinder auf dem Kopf. Es ist einfach großartig. Ich habe den reichen Schausteller nach Risikokapital gefragt. Er will vielleicht bei uns einsteigen. Ausgezeichnet. Es wird ein Hit, da bin ich mir sicher. Eine echte Marktlücke. Man fragt sich, warum da vorher noch nie jemand drauf gekommen ist. Mir fallen da auf Anhieb 1000 gute Gründe ein. Und? Wie laufen die Tests? Bisher alles wunderbar. Das Grab war schnell ausgehoben. Den Sarg hatte ich noch herumliegen. Der entspricht natürlich nicht unserem angestrebten Standard. Aber für die Tests wird es reichen. Bestimmt. Gut. Dann steig mal ein. Was? Nein? Hm?
Ich will nicht. Dir gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Ich habe Angst im Dunkeln. Als Geschäftspartner verlange ich einen schöneren Sarg. Nee, der Tod soll sich mal selbst einbuddeln. Es war Ihre Idee. Ihnen gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Oh, das ist so zuvorkommend. Ehre, wem Ehre gebührt. Also gut. Oh Mann. Mit dem Zylinder bin ich zu groß. Kannst du ihn so lange halten? Oh, ja, sehr gerne. Aber gerne? Aber ja. Sehr angenehm bisher. Jetzt die Erde drauf. Sicher? Natürlich. Nun mach schon. Großartig. Diese Dunkelheit, diese Stille, das musst du ausprobieren. Wir sollten später Trauermusik spielen. Und die Kunden könnten sich vorher mit mir fotografieren lassen. Schreib das mal mit, Wilbur. Und für die Hinterbliebenen reichen wir Schnittchen. Hast du das, Wilbur? Schnittchen! Und Salutschüsse. Kanonen, Wilbur. Wir brauchen Kanonen. Oh, oh. Wenig später. Ich hoffe, nun ist er glücklich. Er sagt gar nichts mehr. Haben wir jetzt den Tod lebendig begraben? Ich lasse ihn da drin, bis ich beim Erzmagier war. Sonst versucht er wirklich noch, mich als Nächsten zu begraben. Ich hoffe wirklich, dass wir den aber später noch rausholen. Weil ich finde ihn irgendwie amüsant. Was will ich eigentlich hier? Ich wollte doch zum Wuppermann. Der muss uns doch erstmal den Trick zeigen. Und dann haben wir alles und sind ein echter Magier. Hallo. Wilbur, was? Ja, du kannst mir den Trick zeigen. Ich habe den Zylinder für den Zauber. Ich musste ihn den kalten Fingern des Todes entreißen, sozusagen. Naja, Hauptsache wir haben alles. Komm hier rüber, stell den Zylinder auf den Tisch. Ich mag das, wie der Zylinder sagt. Leg das Kaninchen rein. Jetzt lege ich ein schwarzes Tuch in den Zylinder. Okay. Das noch hier rüber und fertig. Wie du siehst, ein leerer Zylinder. Aber... Du musst viel mit den Armen herumfuchteln und so weiter. Die Zuschauer dürfen sich den Zylinder nicht so genau ansehen. Dann sprichst du einige Beschwörungsformeln und machst viel Brimborium. Eine hübsche Assistentin hast du wohl nicht, oder? Nein. Ist das nicht... Wenn die Spannung am Siedepunkt angelangt ist, dann... Tata! Ziehst du das Kaninchen aus dem Zylinder, aber achte darauf, dass das Tuch im Hut bleibt. Sonst fliegt der ganze Trick auf. Ziemlich clever, oder? Das ist Betrug und überhaupt keine Zauberei. Natürlich nicht. Es sieht aber so aus. Aber ich wollte doch einen echten Spruch lernen. Bist du verrückt? Das dauert Monate. Ich kann mir mein Diplom doch nicht mit so einem Trick ergaunern. Ach was. Du hast gesagt, du willst Diplom-Magier werden. Und du hast gesagt, es muss schnell gehen. Das ist deine einzige Chance. Was bleibt mir anderes übrig? Viel Erfolg bei deiner Vorstellung. Ja, danke schön. Ich gehe nämlich davon aus, dass der Meister Markus darauf reinfällt. Da brauchen wir gar keinen echten Zauberspruch oder Zaubertrick, wie auch immer. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Ich will Ihnen jetzt meinen Zauber vorführen. Ich würde Ihnen gern den Trick, den Zauber vorführen. Er ist jetzt gleich wahrscheinlich total begeistert. Ich bin gespannt. Wie Sie sehen, ist der Zylinder völlig leer. Er hüpft nur ein bisschen. Hex. Häschen? Fantastisch. Geht es dir gut? Oh. Du hast das Kaninchen im Zylinder fast in ein Schaf verwandelt. Das ist außergewöhnlich, fast unmöglich. In dir muss erheblich mehr Magie stecken, als ich jemals gedacht habe, Wilbur Wetterquarz. Wilbur zaubert sogar die Untertitel weg. Aber ich hatte auch einen tollen Assistenten. Ich bin sprachlos.
Du bist der erste Gnom seit Jahrzehnten, der zum Diplom-Magier ernannt wird. Und du hast die Prüfungen schneller abgelegt als jeder andere vor dir. Was ist dein Geheimnis? Jemand Kluges sagt mir, was ich zu tun habe. Wenn man an sich glaubt, dann kann man alles erreichen. Es gibt kein Geheimnis. Es war verdammt harte Arbeit. Glauben Sie mir. Das hat weder mit Glück noch mit Vorsehung zu tun. Ich musste verdammt hart dafür schuften. Wie auch immer. So unglaublich das ist. Du hast alle drei Prüfungen bestanden. Juhu! Warte mal. Magierdiplom für Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Da wird mein Bruder aber Augen machen. Ihr Bruder? Der Erzmagier. Der Erzmagier ist Ihr Bruder? Das hat er doch schon gesagt, ja, oder? Ja, sicher. Er hat immer daran geglaubt, dass sich unser düsteres Schicksal wenden lässt. Und langsam kann auch ich wieder daran glauben. Du hast mir Hoffnung gegeben, Wilbur Wetterquarz, weißt du das? Nichts kann dich aufhalten. Das soll mir ein Vorbild sein. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, komm zurück. Du hast hier einen Freund. Oh, was gibt er uns jetzt noch? Nun geh schon. Oh. Du hast lang genug gewartet. Gib meinem Bruder, was du ihm geben willst. Ach schön, jetzt haben wir so einen Zaubererhut. Ja, Magierdiplom. Und das mit dem Bruder, ich glaube, das hat er gar nicht wirklich gesagt. Ich habe das nur vermutet in einer der letzten Folgen, weil er doch irgendwie sagte, er kennt den schon sein ganzes Leben lang oder so. Können wir uns das nicht anschauen? Magierdiplom von Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Der Kellermeister wird es nicht glauben, wenn ich ihm das zeige. Okay, aber angucken können wir uns das leider nicht. Oh, wie süß das ist. Schaut mal. Voll putzig. So, der Krämer ist schon weg. Dann werden wir jetzt mal zur Stadtwache. Psst, Wilbur. Hallo, Herr König. Guck mal, ich bin Diplom-Magier. Ich habe dir doch gesagt, dass du es schaffen wirst. Wir sind alle so stolz auf dich. Danke. Unsere Arbeit hier ist getan. Wir sind alle wohlgenährt. Ich denke, jetzt heißt es Abschied nehmen. Ihr wollt raus aufs Land. So ist es. Aber wenn du willst, kannst du uns ja besuchen kommen. Meister Wilbur Wetterquarz wird bei uns Ratten immer willkommen sein. Auf Wiedersehen, Wilbur. Bis bald. Okay, was haben wir eigentlich im Inventar? Zauberstab, Amulett. Okay, gut. Hallo, liebe Stadtwache. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Herr Unterberg. Ich habe mein Magierdiplom. Schauen Sie sich das mal an. Sie dürfen mich ab sofort Meister Wetterquarz nennen. Und ich will sofort den Erzmagier sehen. Wetterquarz? Wieso Wetterquarz? Ach ja, Unterberg. Das ist mein Magiername. Meister Wilbur Wetterquarz. Nun öffne mir endlich das Tor. Ich will den Erzmagier sprechen. Oh, ich bin gespannt. Oha. Nun, was gibt's? Warum trägt dieser Gnom Magierkleidung? Euer Ehren, dies ist Meister Wilbur Wetterquarz. Ein Diplom-Magier und damit Mitglied eures Ordens. Unfug. Ich kenne alle Magier in diesem Land. Aber es stimmt. Ich habe heute mein Diplom bei eurem Bruder gemacht, Meister Markus. Ich halte das für ausgeschlossen. Ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Hinfort, Gnom! Aber ich soll euch etwas geben. Einen Ring. Einen Ring? Von wem? Von einem Gremlin. Er stürzte mir gestern im Weißkammgebirge vor die Füße. Er gab mir diesen Ring und sagte, der könne den Krieg entscheiden. Meister Alistair, ich wende mich in ebenso großer Eile wie Furcht an euch. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die unser aller Schicksal... Ich weiß... wo sich das Artefakt des Schicksals befindet. Ihr kennt natürlich die Geschichten, euer Durchlaucht. Ein legendäres Artefakt, von der Göttin des Schicksals und der Vorhersehung persönlich erschaffen. Ein außerordentlich kostbares und gefährliches Ding. Denn seinem Träger ist das Glück hold. Alles, was er versucht, wird ihm gelingen. Alles, was er begehrt, wird er erhalten.
Sein Schicksal wird sich immer und zu jeder Zeit zum Guten wenden. Eine wahrhaft fürchterliche Macht. Eine göttliche Macht. Denkt nur, sie würde dem Feind in die Hände fallen. Ich habe herausgefunden, dass das Artefakt auf einer kleinen Insel namens Sordia in einem Tempel versteckt ist. Ihr müsst es finden und sichern. Ihr müsst! Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das war er. Das war der Gremlin, der von diesen finsteren Typen auf dem Drachen fortgebracht wurde. Schatten? Die Schattenarmee hat diesen Gremlin gefangen genommen? Sir, wir müssen sofort alles und jeden zu dieser Insel schicken. Jedes Schiff, jeden Greif, jeden... Genug. Wir müssen uns unauffällig verhalten. Wir wissen nicht, welche Informationen die Schatten schon haben. Und wir dürfen sie nicht auf die richtige Spur bringen. Nein, Sir. Aber wenn sie den Gremlin haben, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis... Die Insel Sordia. Wo zum Teufel soll das sein? Ich habe noch nie etwas davon gehört. Ich werde die Stadt für einige Tage verlassen. Ich muss im Archiv nachforschen. Aber in den Archiven von Seefels gibt es jede Menge... Schweigt, Wächter! Ich werde eine Gruppe vertrauenswürdiger Mitstreiter zur Insel schicken, sobald ich sie ausfindig gemacht habe. Und ihr... Ein Wort von dieser Botschaft. Nur ein einziges Wort zu wem auch immer. Und ich werde euch zu feinem Pulver zermahlen. Ist das klar? Oh, oh. Natürlich. Klar ist das klar, Sir. Geht. Lasst mich mit dem Jungen alleine. Und lasst niemanden, ob Magier oder nicht, hier herauf. Verstanden? Verstanden, Sir. Und ihr, Meister Wetter, Dings, ihr habt eure Sache gut gemacht. Wetterquarz, Sir. Danke. Mein Opa wird mir die Geschichte kaum glauben, wenn ich sie ihm erzähle. Das dürfte so bald nicht möglich sein. Du musst hier bleiben und die Stellung halten. Was? Ich will, dass du dich auf eine kleine Expedition vorbereitest. Du und zwei Freunde, ihr sollt das Artefakt holen, sobald ich die Insel ausfindig gemacht habe. Aber wenn es um etwas so Wichtiges geht, sollten dann nicht doch lieber erfahrene Schatzsucher... Ach was, Blödsinn. Dich kennt niemand. Für den Feind existierst du nicht. Du wirst keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist unsere wichtigste Waffe in dieser Angelegenheit. Bevor der Feind überhaupt weiß, was vor sich geht, seid ihr schon längst wieder zurück. Aber ich denke... Genug geredet. Ich bin der Anführer des Ordens und erteile dir einen Befehl. Such dir zwei Freunde und warte hier auf mich. Sprich mit niemandem über die Sache. Wegtreten. Okay. Oh, ich möchte den Wuppermann mitnehmen. Bitte, bitte den Wuppermann. Wann werdet ihr wieder zurück sein? So schnell wie möglich. Aber ein paar Tage kann es schon dauern, bis ich weiß, um welche Insel es sich handelt. Der Gremlin hat mir gesagt, in seinem Geheimkeller sei ein Buch versteckt, das den Weg zum Aufbewahrungsort des Artefakts beschreibt. Tatsächlich? Das ist gut zu wissen. Das lief doch besser als erhofft. Was? Ein teuflischer Plan, Mikus. Oh. Gut gemacht. Du kennst nun den Aufbewahrungsort des Artefakts. Und der echte Erzmagier wird dir noch einige Tage von der Pelle bleiben. Mutter hält ihn auf Trab. Sie hat alles aufgefahren, was sie an dunkler Magie zu bieten hat. Wenn er wiederkommt, wirst du längst das Artefakt des Schicksals in den Händen halten. Und Seefels wird brennen, genau wie jede andere Stadt der Allianz. Oh Mann, gestern habe ich noch Fußböden gefegt. Heute bin ich Diplom-Magier und Teil des größten Abenteuers seit Ritter Tilos Kampf gegen das Brokkoli-Monster. Ein Artefakt, das unbegrenzte Macht gibt. Hoffentlich erfahren die Schatten nie etwas davon. Solch ein Ding in ihren Händen würde wahrlich das Ende der Welt bedeuten. Aber dazu wird es der Erzmagier nicht kommen lassen. Ich suche mir zwei Mitstreiter und warte hier auf ihn. Okay, ich hoffe ja nach wie vor, dass wir den Wuppermann mitnehmen können, wobei, wenn ich hier so schaue, dann glaube ich, dass wahrscheinlich eher das hier unsere Wegbegleiter werden, zumindest der hier. Gut, Leute, ich werde an dieser Stelle aber mal eine Aufnahmepause machen. Oh, das sieht voll cool aus hier mit den Palmen da oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!